Aufrichtigen. Buongiorno. Nee, Glück auf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Ja, das freut mich immer. Ja, heute kann ich leider nicht ganz so viel machen. Ja, guck mal da. Da guckt was raus. Ja, ist sie da? Ja, ich berühre das gar nicht damit. Ja, das sind zwei Brötchen, ja. Und hier ist ein Daumen. Ja, also ich tue die Brötchen mal eben schon mal hier in diese kleine Schüssel rein. Ja, warum mache ich das? Weil ich da jetzt auch noch Milch drauf mache. Warum mache ich da Milch drauf? Weil es heute Frikadellen gibt. Ja, mal wieder richtige Bulettis. Ja, was hat der mit dem Daumen gemacht, ne? Der dicke Onkel, der Weihnachtsmann. Ja, der Weihnachtsmann auf Urlaub. Ja, was hat der wieder gemacht? Was hat der wieder angestellt? Gleich mal eben hinter euch die Milch rausholen. Bleibt ruhig stehen, ne? Nicht nervös werden, wenn ich euch da so vor, also anpacke, ne? So an euch vorbei, ne? Ja, was hat der wieder gemacht? Ja, ich habe schon mal so Werkzeug zusammengekramt. Ja, hier mein spezielles Gerät hier, ne? Der Gerät ist ja auch wichtig. Ja, aber das ist wichtig. So wichtig ist das gar nicht. Weil das, was das kann, hätte ich eigentlich auch noch mit der Hand machen können. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt muss ich jetzt mal da Pause machen. Ich muss mal eben kurz, ja, das für nachher, für die Zigarettenpause, solange Niki da oben sitzt, ja, rauche ich da nicht, ne? Dann ist, das sollte verständlich sein. So, ich greife mir jetzt hier eben die Milch, bevor das alles hier zu spät geht, und mache jetzt die Brötchen damit nass. So, nur ein bisschen. Also brauche da jetzt keine Angst zu haben, wenn hier ein bisschen Milch überbleibt. Das können ja die Katzen haben, und wenn da ein paar Brötchenkrümel drin schwimmen, das macht denen auch nichts aus. So, muss ich noch gucken, ist richtig zugeschraubt. So, dann werden die ja weich wieder drin, ja, wie bei Oma, die süßen Strippen, ne, Schrippen, ne, oder Rundecken, ja, wir sagen hier im Umkreis Brötchen, Semmeln, ja, gibt es ja auch das Wort. Ich weiß jetzt nicht, was ihr für Wörter habt. Schrippen kenne ich, Semmeln, Rundecken habe ich mal gehört, ja, Brötchen halt, ne. Und das sind natürlich überall in jedem, ja, Ort kann man jetzt nicht unbedingt, ja, obwohl auch schon von einem zum anderen Ort sich das anders anhört oder anders genannt wird, ne? Ja, aber was wollte ich jetzt noch zum Daumen? Nein, ich hatte hier, ich habe ja mein dieses Küchenwerkzeug habe ich ja hier in dem unteren Fach, ja, und jetzt auf einmal rutschte mir das raus und ich wollte das einfach nur wieder zurückschieben, ja, mehr wollte ich nicht. Und das eine Messer trifft mich genau jetzt wieder zwischen, also am Finger, zwischen Daumennagel und Finger und boah, ne? Und am Finger, da ist immer am hässlichsten, ne? Er tut immer lange weh und jedes Mal stößt er da dran, ja, weil er irgendwann am Basteln bist. Ja, also das ist schon schäbig, ne? Ja, ich ziehe auch jetzt gleich Gummihandschuhe an, dann bin ich das Problem los, weil. Trotzdem, es geht hier weiter. Ja, ich mache jetzt hier kein Staatsakt raus. Nur nachher vielleicht eventuell bei Kartoffeln. Da kann mir einer von den beiden da helfen. Bei Kartoffelschälerei und so. Sonst das Durchhacken, das schaffe ich alles noch. Ja. Ja, ich gehe da mal hin. Ich habe ja hier Gehacktes. Da sind schon wieder Süßigkeiten drin. Ah, Leute, Süßigkeiten. Da habe ich hier irgendwie vielleicht noch Reste, die verarbeitet werden könnten. Nein, auch nicht. Gut, ja, ich gucke immer. Ja, ich mache in Frikadellen viele Sachen rein, ja, die man irgendwo, ja, vielleicht noch da so rumliegen hat. Und ja, bevor sie ganz vergammeln, Käse zum Beispiel. Reib mal Käse mit rein. Bestens, ne? Käse in Frikadellen, das hat was. Also, Buletten, ne? Buletten. Weil wir auch viele, viele nette Gäste oder Zuschauer und Freunde, ja, haben wir auch in Berlin. Ja, und da heißt es ja Buletten, ne?
Man muss ja auch die Regeln einhalten. So, was habe ich denn jetzt überhaupt hier? Bevor ich jetzt hier großartig, jetzt nehme ich den anderen Finger, ist besser. Also das ist halb und halb, ne? Halb und halb gehacktes oder Mettbret oder Wurstbret oder wie auch immer, ja, oder Frikadellenbret, ja, schlagt mich tot. Ja, muss man ja auch sagen, was ich da überhaupt habe. Ich habe jetzt hier Pfeffer. Ich muss immer gucken, das eine riecht nämlich so ähnlich. Ich nehme ich mal hier mein Lieblings-Alles-Würzer, weil hier ist alles schon schön drin. Ne? Guck mal, das sieht man ja auch. Ne? Ja, da ist so richtig, ja, das, oder hier, das sieht man noch mehr, das ist schon richtig bunt. Da ist sämtliche Gemüsesorten drin. Das könnt ihr auch ohne weiteres mal in den Suppenpott schmeißen. Und ja, das nehme ich immer ganz gerne. Da ist aber auch schon Salz drin. Also hier sollte man aufpassen, dass man da nicht zu viel von missbraucht. Weil das ist es nicht. Sonst habt ihr nämlich da zu viel. So, jetzt mache ich da hier noch ein bisschen Pfeffer dran. Pfeffer geht immer extra. Ja, damit er noch ein bisschen mehr Geschmack hat. Und dann habe ich hier Knofi, ne? Knofi-Pulver. Ja, da bin ich ja auch ein beliebter Typ. Ein beliebter Typ. Ja, also ich liebe das, besser gesagt. Ach so. Jo, ach, ich könnte auch hier ein bisschen Thymian. Ja, siehst du, guck mal, müssen wir schon bald wieder in den Urlaub. Ja, müssen wir schon bald wieder in den Urlaub düsen. Ja. Ja, ich hole das gerne ich hole das gerne kiloweise oder so in Türkei. Ja, aber guck mal, ja, der Beutel, der war schon einiges voll, ne? Er ist jetzt schon wieder ein bisschen, hat früher gut abgenommen. So, mache ich da noch ich mache ja die Brötchen dran. Jetzt muss ich nur gucken. Bist du denn gar nicht weich, sag mal? Hm? Doch, jetzt da von der Rückseite, da wird weich. Ihr kriegt gleich die Milch, ihr Süßen. Dann könnt ihr euch darauf freuen. Ne, Milch, ne? Milch will ich. Ach, der Charlie ist auch da. Charlie und sein Sohn. In der Zwischenzeit mache ich mal einfach mal einen Kaffee. Warum stelle ich das da hin? Ne, weil das hier rutscht. Machen wir mal in der Zwischenzeit einen Kaffee. Das darf nämlich auch nicht fehlen. So, ich hätte hier irgendwo, hä? Irgendwo fehlt das hier, irgendwo verschwindet das. Ach, da. Ja, das brauche ich ja auch gleich wieder. Käffchen wollte ich. Brauche neue Kaffeepads. Wenn ihr einkaufen geht, denkt bitte an Kaffeepads, ne? Mitbringen. Danke. Obwohl ich fahre da gerne auch nach Holland. Da brauchen wir gar nicht so weit. Ja, wir können nach Venlo fahren, Holland großartig einkaufen. Ja, aber ich fahre auch gerne nach Dingsperlo. Ja, so wie man spricht, ne? Mit X aber dazwischen. Dingsperlo. Ja, das ist direkt ein ganz kleines Dörfli, sage ich mal. Also ein kleines Städtchen. Ja, direkt hinter der Grenze. Da ist halt so wirre. Ja, da ist mitten auf der Straße, mittendurch, geht ja die Grenze. Ja, und da gibt es auch eine schöne Anekdote, ja, oder ein schönes Geschichtchen zu. Ja, und da steht ein Altersheim, und ja, auf beiden Seiten, ja, also deutsche Seite und Niederlandseite, ne, holländische Seite, wie auch immer, ja. Und dann geht über die Straße vom einen Altersheimabteil zum anderen geht eine Brücke. Und genau mittendrin ist die Grenze. Ne, dann kann man sich da ja hin und her besuchen gegenseitig. Der eine protet dann Bitken Netherlands, ne? Ja, und andere quatscht da dummes Zeug auf Deutsch, ne? Ja, finde ich süß, ne? Ja, und da gibt es auch Geschäfte, ne? Da gibt es auch ein Geschäft oder so. Ein oder zwei, ja, da geht mitten durch den Laden, ne? Das ist natürlich schwierig, ne? Ja, wie machst du? Ja, da hat der Laden eine Lotterieannahmestelle und vielleicht noch Tabak und Schreibwaren und Heft, illustrierte Bücher, weiß ich nicht. Ja, auf der anderen Seite, ne?
Das Lustige ist da, ne? Ja, der muss Lotteannahmestelle, da muss er anders berechnen, wieder wie da in der Zeitschriften. Ne? Also, ja, du musst ja den König von Holland, ne, musst du ja bezahlen, also Steuern abgeben, ne? Und den deutschen König, ne, der etwas, der Olaf, ne, der muss ja auch bezahlen, ne? Ja, die Steuern fertig machen. Und das ist total lustig, ne? Ja, und pass auf, und jetzt kommt der Hammer. Ja, pass auf. Da ist immer noch so ein Laden, das ist so vergleichbar wie mit Edeka. Ne? Ich sage jetzt den Namen nicht richtig, das wisst ihr. Ja, wie Edeka. Ja, und da steht, da habe ich mein Auto an der Seite abgestellt und ich bin dann mit Mutter über das. Niki wollte nicht, der sagt, ach, weißt du was, ich bleib bei meinem Handy, ich bleib hier sitzen. Ich bin K.O. Ja, das war ja auch dann schon, das ist immer so der letzte Laden, den wir noch besuchen, weil da gibt es so ganz schöne Sachen. Ja, diese Rosinenbrötchen. Oh Leute, die Rosinenbrötchen, diese weich, oder dieses Tigerbrot nennt sich das dann, ein Tiger. Ja, das sind so große Weißbrotleibe, ja, schon geschnitten, weil das ist so weich, ja, das kannst du gar nicht mit der Hand machen. Also, ne, da musst du schon eine spezielle Laser, ja, so ein Laserschwert haben, damit du da durchkommst, ne, also, ganz was Dolles, ne. Ja, und, da ist, sind wir dann rein. Und es gibt auch leckere Kuchen. Oder das, oder diese Cremeröllchen mit dem Marzipan umwickelt. Vorne und hinten so in Schokolade getunkt. Ne? Und in der Mitte bleibt so Marzipan sichtbar. Ne? Ja, wenn ich das so sage, ich glaube, oder hier diese Waffeln, ne? Diese Strop. Ja, da ist dann ganz dünne Waffeln, auch etwas härter gebacken. Ja. Und dann kommt da so eine Karamellschicht zwischen zwei so Täfelchen. Ganz dünn, ganz dünn sind die, ne? Ja, und total toll, schön. Total, 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 ne? Also, ja, auf jeden Fall sind wir dann rein. Immer noch, ne? Also, wir sind ja immer noch auf dem Weg in den Laden rein, ne? So, und Niki sitzt dann draußen und sitzt hinten und wartet darauf, dass wir auch irgendwann mit dem Einkauf da fertig sind. Aber immer macht das. Also wir waren schon in den Laden drin, endlich. Einkaufswagen hatten wir schon. Wir sind schon ungefähr Käseecke, ja, schon einmal so um die Ecke herum. So, und dann hat er bei Niki im Auto Rabam! Ne? Und der konnte gar nicht so schnell gucken, wie das Auto, was das Rabam an unserem Auto gemacht hat, weg war. Weißt du? Ja, tschup, weg. Ne? Fahrende Flucht. Ne? Ja, ich finde, ganz ehrlich, Fahrerflucht sollte nicht als, wie sagt man, ein Kavaliersdelikt oder so. Oh, das kann ja mal passieren. Uff, ich doch nicht so schlimm. Aber weißt du, dann der Schwerverletzte, der am Straßenrand da rumvegetiert, ne? Und dann vielleicht sich so eine Grasnarbe hochzieht noch, ne? Der wird da nicht beachtet oder was? Ne? Ja, weißt du, sowas. Ja, von wegen Fahrerflucht ist Kavaliersdelikt oder kann ja mal passieren. Ja, hier. Ja, du weißt doch, du fährst einfach weiter. Du weißt doch gar nicht, ob da eine Person zwischengestanden hat, ne? Ja, das steht dann da so durch die Tür. Ach nee, da kommt noch ein Auto. Warten wir noch mal einen Moment, ne? Ja, und bam, fährt er dir den Arsch ab oder so, ne? Entschuldigung, das war jetzt eine Fliehe oder was? Ja, fährt ihr den Arsch ab? Ja, das geht ja nicht, oder? Ja, auf jeden Fall hat er uns mein Spiegel Roms abgefahren. Ja, ist nicht ganz kaputt, sondern der war nur nach hinten geklappt, aber das Spiegelglas, das war kaputt. Jetzt die Polizei, ne? Haben wir Polizei gerufen, weil ich sag mal, ja, okay, bei der Autobahn hätte man ihn noch vielleicht noch kaschen können, ne? Weil er hatte deutsches Kennzeichen wohl, so viel konnte Niki noch erkennen. Aber halt den Rest nicht, das, weil er einfach zu schnell war. Ne? Jo. Und dann guckst du natürlich erstmal sparsam aus der Wäsche. Ne? Ja, mach's jetzt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Polizei gerufen, jo. Ja, wir kommen. Ne? Ja, was rufst du? Ja, 110 kennt man doch. Ne? Das kennen auch die Holländer. Ja, jetzt kommt das Problem. Ja, da kommt der Polizei. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt war, Holländisch oder Deutsch, das kann ich jetzt nicht so, ne? Aber die arbeiten ja jetzt auch schon zusammen, habe ich gehört, ne?
Also, die deutsche Polizei hilft der holländischen, wenn das mal so hin und her irgendwie Drogen und, ja, und Schmuggel und so, ne, dann wollen die sich gegen oder helfen die sich auf jeden Fall schon. Alles gut und schön. Ja, jetzt guckt er sich das an, guckt auf die Straße. Tut mir leid, sind wir nicht für zuständig. So, ne? Ja, weil das ist, was war das jetzt? Die deutsche Seite war das schon wieder, ne? Ja, wir standen da genau im, also der Rinnstein, ja, wir standen auf dem Parkstreifen und der Rinnstein, ja, das war schon die Grenze, ja, zu Germany, ne? Ja, ich sag, du lieber Himmel. Ja, nee, das waren Holländische und dann hatten die jetzt so, ich weiß nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall total verworren. Ich sag, ist mir egal, macht einfach, ne? Ich stelle mich jetzt hier so hin oder ich setze mich ins Auto. Macht mal, ne? Ja, ich wusste ja wirklich nicht, wie macht man sowas, ne? Ja, ich habe noch nie einen Spiegel abgefahren bekommen, ne? Ja, und, aber das war lustig, ja, sowas finde ich lustig, ne? Da bin ich doch nicht böse, ne? Ja, aber das ist böse schon, weil er abgehauen ist, der Drecksack, ne? Ja, aber sonst, oh, mein Gott, kann mal passieren, ne? Sagt man so schön. Kann ja mal passieren. Jetzt muss ich gucken, dass die Brötchen auch schön weich werden. Ja, das fühlt sich hier schon mal ganz nett an. Ja, kann ja mal passieren. Charlie, was ist denn los, du? Wie sitzt du eigentlich da, wenn so breitbeinig? Charlie sitzt da so breitbeinig, so gemütlich, so entspannt. Ja, dem geht's gut, ne? Das ist das Schöne. Unseren Tieren geht's gut. Und das ist wichtig. So, wie mache ich das jetzt hier? Ich glaube, hier komme ich aber mit dem Ding nicht rein, ne? Guck mal, ich versuche da mal, ob ich das abkriege. Ich nehme da jetzt mal hier so ein Stück Papier. Ja, das hat vorhin ziemlich gesagt. Ja, das Problem ist, ich bin Bluter, weißt du? Und da habe ich so meine kleinen Probleme mit. Ja, das schmeiße ich jetzt weg. Ah. So. Ne, ich bin. Ah, guck mal, da ist schon wieder am Saften, die Sau. Ah, Mann! Ich will heute kochen. Wie mache ich das denn jetzt? Wie kriege ich jetzt das da so rein? So, ich muss aufpassen, dass ich da nicht, weil das ist gefährlich, ne? Also das dürftest du in der Dingens, darfst du, Entschuldigung, hab da nicht gesehen. Boah. So, jetzt aber muss ich immer Luft dazwischen kriegen. Ja, in der Restaurant oder in der Küche, offizielle Küche darf sowas nicht passieren. Ja, da musst du schwer aufpassen, wenn da das Gesundheitsamt, das Lebensmittelkontrolle kommt und die sieht das. Ja, wenn du so einen Handschuh drüber hast, ist das in Ordnung. Ne? So, ne? So passiert da nichts. Ja, und dann ist das gut. Ja, aber das war jetzt fast live. Ne? Ich hätte die Kamera, ne, hingestellt, dann halb ich so. Und dann wollte ich das haben, das Gerätschaft. Ne? Und dann wollte ich das einfach nur so zurückschubsen. Ja, also was sagt uns das, wenn euch ein Messer aus der Hand fällt, der ein Küchenmesser vor allen Dingen, lasst es fallen. Ja. Ja, einfach fallen lassen, weil das hat keinen Sinn, wenn man da nachgreift. Ne? Entweder geht's durch oder man hat so ein bisschen. Einen kürzeren Arm, ne? Kürzeren Arm, ja, das klingt auch schön. So, ich will jetzt hoffen, dass das hier einigermaßen durchgesuppt ist. Dann mache ich mal heute so. Ja, wir haben früher mal gesagt, Imbramdellen, ne? Kennt ihr das? Imbramdellen? Ne, kennt er nicht, könnt ihr nicht kennen, weil die meisten Leute, wenn die nicht von hier sind, ja, kennen die Imbram nicht, ne? Imbram. Das war eine Großbäckerei in Duisburg. Ja, hier ganz in der Nähe sogar. Gar nicht mal so weit weg. Das war hier in Hamborn. Glaube ich, Hamborn.
Und ja, die hießen Imbram. Die gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr, die Firma. Deswegen darf ich den Namen auch sagen. Oder sage ich den. Ja, und wenn man Frikadellen gemacht hat, so als Restaurant oder Imbissstube oder wie auch immer, ja, dann hat man viel Brot reingemacht. Und dann hat man halt eben Imbrambrot genommen oder Paniermehl, ne, in rauen Mengen. So, das muss ich hier aber nochmal einweichen. Das ist mir zu. Ja, da hat man das noch so. Also ausdrücken brauche ich gar nicht, da ist gar nichts reingekommen. Also viele machen sowieso einen Schluck Wasser mit einem gehacktes Teich, ne? Ja, ich sage mal Teich oder Bret, das könnt ihr sagen, wie ihr wollt und sollt glücklich sein damit, mit dem Ausdruck. So, zack. Ja, ich muss das noch warten, bis das andere, da können wir noch ein bisschen quatschen. Ja, aber das war so ein schöner, lustiger Vorfall in den Niederlanden, ne, in Holland, ne. Ja, ich fand das lustig, ne. Ja, wie gesagt, bis auf den Spiegel, der kaputt war, ne. Oxan Budget Pacta, ich sehe immer da, wenn er noch einen Film reingeladen hat von meinen, wo ich abonniert habe, ne. Und dann sehe ich immer, ne, was da so gerade abgeht bei den Leuten. Ja, Niki hat immer noch schweren Husten. Ja, richtig schweren Husten. Ja, der Schleim oder so, das setzt sich so in den Bronchien oder irgendwo, wie auch immer, in Lunge oder keine Ahnung, so fest. Ja, er schreckt auf, weil er keine Luft mehr kriegt. Ne? Ja, der hat jetzt da ziemlich wilde Hustentropfen bekommen, verschrieben gekriegt. Und ich weiß jetzt nicht, was noch, so irgendwas, ne? Ja, und das ist schon heftig, ne? Also, ja, ne, also da kriegst du Angst vor, ne? Ja, der ist jetzt, ja, und vor allem Cholesterinsenker bekommt der, ne? Ja, da habe ich auch gesagt, der war so, du Schmalhans Küchenmeister? Ja, trifft es sogar, ja? Ich sag, du hast doch kein Fett auf den Rippen oder was, du bist ja drahtig wie ein Sportler, ne? Ja, nee, der muss Cholesterin, also Fett, Lipidsenker, nee, wie hat nach Lipid, schon wieder was anderes. Das ist, glaube ich, wenn du schwanger werden willst, oder was, ich weiß da. Ja, im Moment höre ich nur noch Medikamente und Medizin und Apotheke fahren und neues Rezept haben will. Ah. Ja, das steigt da alle möglichen. Ja, ich brauche das hier nicht ausdrücken, das ist gar nicht mal nötig. Ja, das ist natürlich auch was Leckeres, wenn du Toast hast, ne? Dann kannst du den Toasten, also im Backofen überbacken, ja, und dann nochmal überbacken von mir aus. Dann hast du nämlich auch Zwieback. Ja, der Name Zwieback kommt wohl, weil er doppelt gebacken worden ist. Einmal ist er auf normaler Basis gebacken, ne? Also als, ich sag mal, so wie ein Toastbrot, ne? Was nicht geschnitten ist. Ja? Und dann geht man hin, schneidet man die Scheiben und dann legt man die einzeln aus und dann werden die nochmal überbacken. Also das zweite Mal gebacken. Deswegen Zwieback. Zwiefach genoppt. Ja? Ja, und das ist das, warum es Zwieback heißt. Ja, das wollte ich nur mal eben kurz so gesagt haben, ne? So. Ach, komm, Leute, ich habe hier nicht so viel Zeit und die Leute da warten auch. Also komm, hau rein, Brötchen. Immer noch nicht. Ja, mein Gott, ne. Ja. Da legst du nieder. Ja, ich mochte ganz gerne früher auch die Brötchen mit Brot drin. Also mit, ja, deswegen, ich mache heute sehr oft noch Paniermehl mit dran. Habe ich auch Paniermehl? Schuldige Gänse. Ich habe sie mal nur eben angestupst. Nee. Was wollt ihr denn? Nur weil ich hier die Tür aufgemacht habe, heißt das nicht, dass da gleich wieder Futter rausfällt. Ja, die wollen, ja, die wissen genau, hier die Tür, ne? Die Tür hier,
Ja, das ist mein alter Führerschein, ne? Den kann ich jetzt nicht anfassen, der ist total gammelig. Dann habe ich so, da kannst du auch, du konntest da keinen Namen mehr drauf erkennen. Ja, oder hier, pass mal auf, Bürokratie in Deutschland, ne? Pass auf, Führerschein. Du musst ja diesen alten Lappen, ne? Also sprich, das Gerät, der Gerät hier, ne? Du kannst da gar keinen Namen mehr drauf erkennen. Führerscheinklasse ist noch so eben erkennbar, ne? Ja, aber man hat das ja noch irgendwo noch gespeichert, ne? Beim Amt. Ja, das ist die Bürokratie. Ja, den musstest du erneuern. Ich bin also bescheuert wie mit dieser sechseckige Plakette da vorne rechts, ne? Im Windschutzscheibe, ja, weißt du? Da muss es auch für einen Fünfer geben, eine Tanke, ne? Da hat er eine Papiere geguckt, jo, hier, Aufkleber, Nummernschild draufschreiben und dann wird das innen rangeklebt. Fünfer. Ich habe nicht einen Menschen gesehen, nicht einen der Menschen, der diese Umweltplakate jeweils mal irgendwie kontrolliert hat. Das interessiert die, aber du musst das 5 Euro zahlen, genauso wie der Führerschein. Ja? Führerschein. Aber ich sage, weißt du was? Sag ich so zu Niki, ich brauche den ja, auch schon mal im Ausland. Ja? Ich lasse mir gleich einen internationalen machen. Ja, mit dem guten Willen bin ich dann hin. Ja, nee, jetzt musste ich erstmal von der grauen Pappe, sagt man ja, hat man ja früher auch noch gesagt, oder heute sagt man vielleicht auch noch, musste ich ja auf diesen also auf diesen Scheckkartenformat. Ne, ein Foto, biologisches Foto oder so, ja, mir doch egal, ne? Ja, Ausweis musste auch neu gemacht werden, haben wir auch neu auf so eine Karte. Ja, und dann musste das eben, ne? Ich sag, machen Sie gleich sofort einen europäischen oder wie sagt man da, so einen internationalen Führerschein, ja, weil ich dann auch schon mal in der Türkei Motorrad oder Auto oder so, ne? Ja, das geht nicht. Ich sag, wieso geht das nicht? Ja, wir müssen erst den normalen, ich glaube 35 oder 38 Euro hat das gekostet. Und dann hätte ich den neuen, der war auch nochmal, ich glaube 45 Euro oder was. Ja, den europäischen, den internationalen Führerschein. Ich sag mal, geht's noch? Ich sag, ich muss erst den teuer bezahlen, Schweinegeld teuer, wenn man keine Rente hat, ehrlich. Ja, und dann muss ich dann den anderen auch nochmal bezahlen. Ich sag, geht das noch? Ich sage, und das prangere ich irgendwann mal. Und das mache ich heute gerade. Ne? Merkst du? Ja, ich bin ja ein Spätzünder. Ne? Oder ich vergesse ja nicht. Ne? Also, was sowas betrifft, das vergesse ich nicht. So, jetzt kann ich aber hier. Ja, da kann ich da. Nee, das vergesse ich. Sowas, wenn einer gemein ist zu mir, ne? Oder so ungerecht, das ist auch wieder ungerecht. Ne? Ja, und diese Ungerechtigkeit. Das prangere ich an, Leute. Ja, das gibt's nicht. Lasse ich mit mir nicht machen. So, jetzt habt ihr hier, guck mal, hier ist noch ein bisschen Milch über. Oh, Leute. Ja, stürmt mich nicht so an. Ach so, ich wollte ja auch noch mal irgendwie einen Kaffee hier drücken, ne? So. Ja, also, das muss ich nicht haben, ne? Diese bürokratische Ungerechtigkeit. Boah, da kriege ich so eine Krause weiter. So, habe ich jetzt alles. Oder fehlt dann? Da probiere ich gleich. Oh, schön kalt. Ja, wie gesagt, viele gehen hin und machen in einem Gehacktes einen Schluck Wasser mit rein. Ja, das habe ich jetzt hier anstatt Wasser, habe ich jetzt Milch. Geht ohne weiteres. Na, dann braucht man auch nicht ganz so viel Ei da dran. Ja, ich hätte auch rein reiben können. Aber ich mag manchmal, wenn da so ein Brotstückchen, komisch, ne? Ja, so, früher hat man das verpönt, ne? In der Imbissbude eine Frikadelle mit so einem Brotstücke da drin oder so. Dann wusstest du ja, der hat billig gearbeitet, ne? Gehacktes war teuer. Altes Gammelbrot hast beim Bäcker hinterhergeschmissen bekommen. Und euch schmeckt das, ne? Die Milch, das ist schön, ne? Siehst du. So, mein Kaffee läuft.
Ich bin gerettet. Ja, aber das, ja, überleg mal. Das ist doch ein Abwisch. Ja, wäre doch gewesen, ne? Ein Abwisch wäre das gewesen. Nö, das muss ich zweimal bezahlen. Ich sag mal, geht das noch? Also, ich frag mal eben gerade. Alexa, Deutschland, internationaler Führerschein, wie teuer ist der? Übersetzt von usupdates.com. Die geschätzten Kosten für die Beschaffung einer deutschen internationalen Lizenz liegen bei etwa 2.1500 Euro. Ne? Alexa, internationaler Führerschein, wie teuer ist der? Da bin ich mir leider nicht sicher. Ach, dann leck mich doch an den Füßen. Bah, weißt du, Alexa nervt doch schon wieder rum. Weißt du, oh, jetzt komme ich mir gerade vor wie der Bekloppte aus Düsseldorf. Ach, aus Möhr, aus anderer Rheinseite. Ja, das ist ein Choleriker, den mag ich nicht. Das würde ich Ihnen aber auch persönlich sagen. Mag ich nicht. Mag ich ab. So, ich muss mal hier probieren. Da kam aber was Salz dran. Da ist ja gar nichts dran. Ah. Ja, ich habe das mit dem Gewürzpulver da jetzt nur. Da ist ja ein bisschen Salz dran, ne? Aber das reicht nicht. Übrigens bin ich schon wieder am Überlegen mit dem Metbraten. Ich will das mal wirklich als Braten machen. Ich habe das ja nur als Gulasch letztes Mal gemacht. Und ich will das jetzt mal so als Braten versuchen. Und da bin ich mal gespannt. Könnt ihr noch ein paar Röstzwiebeln mit rein zaubern. Ja, da versuche ich das mal mit dem ganzen Braten. Geht, ja. Ich hätte das ja auch letztes Mal schon machen können. Aber ich habe so Hunger gehabt auf. Also Appetit, ne? Hunger. Ich komme ja nicht aus dem Urwald, ne? Nein. Ja, also Appetit habe ich gehabt, so auf so ein Gulasch mit Nudeln. Ausnahmsweise mal mit Nudeln. Ich bin ja kein Nudelmensch, ne? Ja. Ich bin zwar eine Ulknudel, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So, ich habe jetzt einfach hier so ein paar fertige Röstzwiebeln reingemacht. Ja, das kann auch nicht schaden. Ist alles in Ordnung. Dafür werdet ihr auch nicht, ja, irgendwo eingesperrt, wenn ihr das so macht. Obwohl, ja, es gibt in Deutschland ein Frikadellengesetz. Ja, komm, wir gehen mal hier rüber nach unserer Alexa. Alexa, wie ist das Frikadellengesetz? Darauf habe ich leider keine Antwort. Alexa, wie müssen Frikadellen in Deutschland gemacht werden? Hier ist eine Antwort, die ich von der Web übersetzt habe. Deutsche Fleischbällchen sind ein Mittag- und Abendessen, das üblicherweise mit Salz, Ei, Fett, Kraut, Milch, Pflanzenöl, Semmelbrösel, Hackfleisch, Schweinehackfleisch, Zwiebeln, Petersilie und Worcestershire Sauce, Zwiebeln, Sauerkraut, Petersilie, Ei, Pflanzenöl, Semmelbrösel, Meersalz, schwarzen Pfeffer, gemahlenen Schweinefleisch, mageres Rinderhackfleisch, Vollmilch, Ei und Pflanzenöl. Es hat 383 Kalorien pro Portion und ist selleriefrei, krebstierfrei, lupinenfrei, weichtierfrei, erdnussfrei, sesamfrei, schalentierfrei, sojafrei und braunnussfrei. Ja, das beantwortet mir natürlich jetzt nicht das, was ich wissen muss, ne? Was habe ich denn da für einen Fleck? Was ist das denn? Wo kommt denn der her? Ach, das spiegelt sich da so. Ja, weil ich habe da so einen runden Kreis, sehe ich da. Ja, Alexa, du bist auch nicht mehr die hellste auf dem Balkon. Ja, du. Die hellste Kerze auf der Torte. So, pass auf. Ich habe jetzt das gehacktes Brät habe ich jetzt hier soweit fertig gezaubert. So. Und dann mache ich ziemlich kleinen Knödel, das setze ich immer so zusammen.
Ja, so, damit nicht viel Luft und Licht dran kommt. Weil beides gleichermaßen dafür sorgt, dass das gammelig wird. Ne? Das kommt jetzt so wieder im Kühlschrank. Man kann es abdecken oder auch lassen. Ja, ich kann das auch lassen, weil der Kühlschrank hat eine Tür. Oh. Ah. Was habe ich denn? Ach, das ist ja auch noch eine Zwiebel. Warte mal, nee, dann kann ich die auch gleich noch für zum Braten verwenden. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht hier mit meiner Kriegsverletzung. Ja, das saftet durch. Das kann ich gar nicht so gut vertragen. Muss Niki mir gleich da nochmal was drumkleben. Ja, das Problem ist jetzt mal, wenn das, ja, das klebt jetzt da dran, ne? Das klebt da dran. Ja, ich kann, da kann ich ja nicht mit kochen. Da muss man schon wirklich einen Neoprenanzug anhaben, weil ich ekel mich auch da. Ne? Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viel Finger und Fingernägel ja beim Karottenraspeln da mit in den Suppenpott fallen und dann boah, einfach umrühren, egal. Ne? Bah! Ja, oder? Ja, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das oft genug vorkommt. So, ich gehe. Ah, was ist das hier? Boah, wie ich die euch hasse. Ja, wieder diese Obstfliegen, ne? Nur diese scheiß Obstfliegen da. Jetzt muss ich wieder eine Schüssel haben. Das ist hier echt eine Schüssel mit dem Scheiß. Mann. Ach, ist das abartig. Ich denke, ich sehe nicht richtig. So ein Scheiß. Ehrlich. Boah. Kann ich nicht ab, so weit. Das tue ich die alle hier rein und wässer die erstmal. Boah. Komm mir vor wie auf dem Bauernhof. Ja, nichts gegen Bauernhof, ne? Aber ich kenne das. Ja, so ein Kuharsch, ne? Der war mal reichlich besucht, ne? Ja. Ja, so ein Kuharsch, der wurde immer sehr oft besucht von den Fliegen. Ja, das ist jetzt nichts Böses oder so, um Gottes Willen. Die schmeiße ich jetzt aber weg. Die sieht ja schon richtig kacke aus. Deswegen kommen die auch da so. Ja, die Fliegen, das Problem ist, die Fliegen fliegen gleich so schon aus dem Geschäft die hinterher. Ist wirklich wahr. Also die ganz furchtbar, das Zeug. Also die Fliegen. Ja, und abartig. Ich mag die nicht. Ja, also dann habe ich lieber so eine große, dicke Fliege so vor mir. Wie so diese kleinen Scheißdinger hier. Mein Gott, das will überhaupt nicht wenig werden. Ich bin jetzt hier nur am Ausspülen. Da taucht eine neue Fliege neben der anderen auf. So. So, das lasse ich jetzt hier stehen. Da ist schon wieder ein. Also, ja, ich meine, ich bin jetzt so empfindlich, bin ich nicht. Ja, nicht, dass er denkt, ich bin eine Mimose oder so. Eine Mimose ist übrigens eine Blume, ne? Und die heißt Mimosa. Ja, lateinische Name weiß ich jetzt nicht. Aber die hat die Fähigkeit, bei Berührung ihre Blätter zu schließen. Schön, ne? Ja, das ist so. Ja, okay, es gibt ja auch diese fleischfressende Pflanze, diese Venusfliegenfalle. Die macht ja ihre. Ja, wir könnten sagen, eine Blüte ist das. Das ist mehr so ein Greiforgan, ne? Also, ja, und dann ist die Fliege weg, ne? Aber ich glaube, so ein paar Dinger, so Pflanzen könnte ich gebrauchen. Aber die Mimose ist eben halt sehr empfindlich. Und wenn du die berührst, so, dann macht sie, ja, klappt sie ihre Blättges zusammen, ne? Süß. Ich finde das süß. Ist doch nichts Schlimmes, nein. So. Muss ich hier gucken, wie ich das alles so einarmig mache. So. So, ich glaube, das reicht aber hier. Mehr Kaffee. Ja, ob ich jetzt da Wasser reinmache. Ja, viele meinen ja auch, wenn sie mehr Zucker reinmachen und mehr Milch, dann wird der Kaffee dünner. Ja, bei mehr Milch, das stimmt. Ja, aber dann reden wir schon von Liter. Ja, wenn ich jetzt eine Tasse Kaffee habe, ist egal wie groß die ist, du trinkst am Tag nur eine einzige Tasse Kaffee. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Ja, auf jeden Fall, ja,
Und da sagt einer, nee, das ist zu viel. Tu mal da ordentlich einen Schuss Milch rein. Der Koffeingehalt, die Menge an Koffein bleibt erhalten. Ja, ich kann jetzt einen ganzen, oder ich kann die Tasse Kaffee in eine große Behälter, also so ein Milcheimer oder so, kann ich die Tasse Kaffee reinschütten. Ja, der Koffein, wenn ich den leer mache, habe ich aber doch trotzdem dieselbe Menge Kaffee, Koffein in meinen Körper, trotz der vielen Milch. Ja, es war verdünnt, ne? Ja, aber das ist so wie die, wie diese Globulin-Liebhaber da, ne? Ja, die so meinen, ja, Bachblüten und, ja, ich schmeiße jetzt eine Aspirin ins Meer rein und rühre das einmal ordentlich um, aber das machen die Wellen ja schon, ja, und dann trinke ich das und dann habe ich die Wirkung von einer Aspirin. Oder anteilmäßig, Bruchteil. Das ist was anderes. Also das dürft ihr damit nicht vergleichen. Ne? Ja, es geht ja um die eine Tasse. Wenn ich jetzt eine Tasse, also, ja, ach, da auch doof. Ja, ja, scheiß mal auf den Becher da, auf den Buchstaben. Ne? Ja, voll bis hier, ne? Ist ja so ein, glaube ich, so irgendwo ein Ritz da, so ein Eich, ja, so ein Wasserstandsanzeiger. So, bis dahin. Ja, und den trinke ich jetzt so. Oder ich kippe den jetzt in einen ganzen Eimer, den Becher in einen Eimer, 10 Liter Milch rein. Also habe ich dann ungefähr fast 11 Liter. So, und dann trinke ich den auch weg. Der komplette Becher ist ja in den Eimer drin. Und wenn ich den Eimer mit komplett leer sauf, habe ich immer noch denselben Koffeingehalt. Halt, wenn aber einer sagt, ja, mach mal ein bisschen mehr Milch dran, ich mag den nicht so stark schmecken. Das ist was anderes, ne? Wenn der zu stark ist, dann kann man ein bisschen mehr normale Kuhmilch dran machen, ne? Ja. Hafermilch darf man nicht sagen. Das ist so eine Haferflüssigkeit, ne? Kokosmilch darf man sagen, weil ist ja Hafer ausgedrückt und ja, irgendwie verarbeitet. Das ist ja keine Milch. Bei der Kokosmilch, das hatte man wohl schon seit jeher so gesagt. Also ist das so ein, mehr so ein, ja, Gewohnheitsdingen, ne? So, aua, tschakka, ah. Achso, ich hatte ja hier auch noch Milch, dann kann ich ja auch hier von ein bisschen was nehmen. Das mache ich, jetzt machen wir jetzt einen Milchkaffee. Aber da müsste warme Milch sein, dann ist das besser. Dann habe ich schönen Milchkaffee. So, einmal umgraben, bitteschön. Dankeschön. So, mal gucken, was meine Family da oben anstellt. Na, ich muss ja immer mir meine Sorgen machen. Stößchen, Kaffee. Ja, ist eine Weihnachts. Aber den finde ich gut, ne? Finde ich süß, die schöne Tassen. So, für Glühwein, wenn wir draußen stehen, Glühwein. Ja, vom Klima her im Moment kannst du ja wohl echt nicht klagen, ne? Das ist ja schon wieder Glühweinzeit, oder? Oh, lecker. Ich liebe es. Nee, damit kann ich nicht am Mund. Nee, ich muss jetzt da gleich, ich muss Niki. Ach, ich habe ja auch noch Sprühpflaster. Mensch. Jo. Warte mal, ich habe Sprühpflaster. Ach, da muss ich doch mal gucken. Hat die Kleine doch mal besorgt, weil ich immer so Schwierigkeiten habe. Sprühpflaster. Bisschen schütteln und dann. Ui! Jaul, holloi! Ach du Scheiß. Ich bin Mann. Aua. 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 Boah, der brennt wie Sau. Ist das überhaupt Pflaster? Das habe ich doch jetzt vorgelesen, ne? Sprühpflaster, ne? Habe ich doch gesagt, ne? Boah. Das brennt wie rein, also starker Alkohol. Boah.
Furchtbar. Mann, ist das scharf. Oder wie sagt man dazu? Brennt das zumindest. So. Jetzt muss ich hier mal gucken. Ja, hier sind keine Fliegen dran. Ich habe jetzt hier den Kohl. Den werde ich jetzt auch noch mit verarbeiten. Muss ich gleich nur von informieren, dass sie sich nicht wundert, wenn da auch noch Kohlgeschmack mit in den... Ich mache ja heute untereinander, ne? Frikadellen, also Bulettens, ne? Mit untereinander, ne? Mit hier so Kartoffeln und jetzt mache ich hier so ein bisschen von die... Vorsichtig von die Schale noch ab. Also von die Blätter, die so außen ein bisschen trocken, aber... Ich guck mal, ne? Ja, da ist jetzt hier so eine braune Stippen dran. Ja, das mache ich jetzt, das schnibbel ich jetzt einfach weg. Und dann habe ich jetzt nur noch das Saubere da. Das ist da, guck mal, hier ist auch noch meine Seite, wo ich. Zack. Doch, alles gut. Ja, guck. Ja, das ist jetzt der Abfall. Ist ja wohl so schlimm nicht, ne? Also wenn ich jetzt Kaninchen hätte oder Meerschweine oder so oder ein Hamster oder eine ganze Hamsterzucht, dann hätte ich ja wieder gut, ne? So, ja, das sieht gut aus. So, jetzt habe ich die Wurzel noch mal ein bisschen abgeschnitten. Ich lege das jetzt hier mit rein. Dann ist das nämlich weg. Aber für nachher brauche ich auf jeden Fall eine dicke Zwiebel. Ach, die habe ich ja schon hier. Dann habe ich hier noch mal andere. Ne, oder ich nehme noch an, oder? Ne, ich habe ja hier noch eine. Ja, ich tue das jetzt mal hier abdecken. Weil ich habe keinen Bock auf diese scheiß Fliegen, ne? Die sind ja furchtbar. Ne? Hallo, mein kranker Lazarus. Was ist los? Ich hatte schon gerade. Hast du schon wieder heftig Husten gehabt? Was? Hier sind deine. Was ist das hier? Husten? Ja, die müssen erst heute Abend wieder nehmen. Die nimmst du heute Abend erst. Ja, gut. Du machst das ja sowieso, wie du willst. Soll ich dir immer noch einen Tee machen oder was? Wegen Kartoffeln wollte ich das fragen. Ach so, wegen Kartoffeln wolltest du. Ja, die kann zu jeder Zeit geschält werden. Ja, ich weiß nur nicht, ob du das kannst. Ansonsten lass das, dann tun wir die Kleine. Ne? Dann muss die halt nochmal herhalten. Jetzt habe ich ja meinen Daumen so blöd kaputt. Aber wenn du nicht kannst, dann ist das ja ganz in Ordnung, wenn du das. Komm hier auf der Seite, ne? Ja. Dann kannst du das ohne weiteres auch sein lassen. Wovon noch mal morgen husten, sagt er. Nochmal denselben, aber da ist er verschrieben, ne? Da ist verschrieben. Ja, den kriegst du ja so dann nicht. Nee, weil der ja, der macht ja auch süchtig. Ach so, ach ja, ja, ne? Das ist ganz gefährlich hier, darf man nicht. Deswegen würde ich davon so wenig wie möglich nehmen. Ich habe da gerade hier das Klebe, das Sprühe, kleiner doch mal Sprühpflaster. Ja. Ey, alter Schwede. Ey, ist das scharf, das brennt wie Hulle, das brennt jetzt immer noch, das kribbelt jetzt sogar richtig. Boah, ne, habt ihr ja gehört, ne? Ja, ich hab jetzt halt echt laut aufgeschrien, du. Ja, guck mal hier, das sind auch nicht mehr die schönsten, deswegen, die müssen weg. Nee, ich bin morgen zuerst hin. Ja. Überweisung geben, dass du das nun hast. Ja. Und dann willst du, wenn man... Wie machen wir das am besten? Ja, weiß ich jetzt nicht. Erst würde ich zum CT. Ja, dann muss ich ja auch hin, richtig. So, den fahren wir rüber zum Lungenarzt. Ja. Vielleicht kriege ich den so schon mal einen Termin. Ja. Und dann können wir die Papiere, die ich jetzt von der Notaufnahme habe, zuerst hin gehen. Ja, ein Durcheinander, ne? Aber geht ja nochmal nicht anders. Ja. Diese scheiß Rennerei da. Da wollen sie das einfacher machen mit Handy und dann das bringt das auch nicht. Weil wenn der keine Dings haben möchte, keine Überweisung, dann brauchst du auch keine Überweisung zu holen. Ja, das weiß ich, wie gesagt, nicht. Wenn das
Ja, ne? Und dann auf dem Rückweg fahren wir bei den Kardiologen vorbei. Auch noch, siehst du? Ja, da müssen wir ja auch noch hin. Ja, du musst da noch deine Papierkiss abgeben, ne? Ja, deine auch. Rückest du auch, oder was? Nee. Oder war das bei mir? Weil da ist ja auch noch ein Blutstropfen dran. Oh, ja, Leute. Ich hatte gerade erst wieder so einen scheiß Hustenanfall. Ach Gott. Ja, das ist nicht gut. So, du brauchst Sparschäler. Ja, die Kleine hatte hier so ein komisches Teil gehabt. Wo ist denn das jetzt überhaupt? So eine Abschälhilfe, so was Neues da von Temu. Ja, das sah ganz gut aus, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Funktionsweise. Ich weiß nicht, wo ist das denn jetzt geblieben? Das hatte sie doch hier wohl mit Sicherheit irgendwo hingetan, dass ich jetzt spüle oder was, ne? Oder hat sie das wieder eingesteckt? So schüchtern damit. Hat sie Angst, dass es kaputt geht, wenn ich jetzt anfange? Dann stell dich doch mal eine Treppe und frag nach. Ach, ja. Aber ich meine, das hatte ich vorhin noch hier irgendwo liegen sehen. Was soll ich jetzt gar nicht? Ja, mir kommt das ein bisschen, sogar noch ein bisschen schwieriger vor, wie ein Sparschäler. Ich meine, ich bin ja für so Neuigkeiten, bin ich ja offen, wenn sie was Vernünftiges bewirken. Ne? Genauso wie, guck mal hinter dir im Schrank, den größten Kochbutter. Weil ich mache so viel, dass ich dann vielleicht morgen noch mal was in die Pfanne machen kann. Weil das ist auch immer ganz... Das ist nicht der größte, der ganz unten ist der größte. Also. Weil du musst dir vorstellen, da kommen ja noch die Möhren und der Weißkohl noch mit da rein. So. Keine Kraft mehr, der Junge, wa? Ach, du armes Hasi. Wie soll ich heute spülen mit dem Ding? Ist das wasserdichte Kleber? Manche haben sie mal gesagt, ne? So, hier war jetzt die Karotten drin und der Weißkohl. Dann kann da nämlich der Weißkohl mitverarbeitet werden. Ach ja. Soll ich denn Tee machen oder was? Nee, ich hab oben noch Tee. Hast du noch alles? Ja. Nee, aber boah, das zieht ja, du, das Kleber, das ist ja was zum Heulen, ne? Als wenn da gleich Desinfektionsalkohol oder was mit drin ist. Aber richtig scheiße stark. So, und hier weiß ich jetzt nicht. Ah, kann man hier noch sauber machen. Ach ja. Ja, du darfst dich auch nicht zu sehr anstrengen, ne? Muss so ganz alles geschmeidig gucken, sehen. Sonst hast du dann wieder Maleste, Malörchen. Ja, wie gesagt, wenn sie diese Untersuchung machen, letztendlich merkst du nichts davon. Das ist ja auch, wenn da keine Betäubung bei ist, keine örtliche oder Vollnarkose oder wie auch immer. Du merkst ja da nichts von. Weil du hast jetzt in den Adern, Magen, da hast du ja keinerlei Nerven. Die irgendwie ja sagen oder ausstrahlen, yo, ich habe jetzt hier Aua. Das hast du in den Adern nicht. Ne? Also dann gehen die da mit dem Draht da so durch und dann gucken sie in dein Herz hinein. Lass mich in dein Herz hinein. Das singst du doch auch mal so gerne, ne? Nee. Ich dachte.
Ach ja. Nee, ich muss mal gucken, wo die das hat. Keine Ahnung, ob sie sich schon wieder weggelegt hat, weil sie Angst hat. Die Kleine hat anfangs immer so Angst, oder was habe ich das Gefühl? Als wenn man ihr was wegnehmen will. Dann tut sie das schnell wieder weg. Dann hat das keiner gesehen. War das rot oder was? Guck, rot. Naja. Lass mich in dein Herz. Ach, das sind die Deckel. Hattest du den Wein der schon angeguckt, die Flaschen? Wie hat schön blubbert? Nee, ja. Siehst du ja, das gestern. Das ist ja auch mal ganz interessant zwischendurch mal. Ach ja, da muss der Chefkoch doch tatsächlich wieder Kartoffeln schälen, ne? Das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Bei dir geht das, ne? Eieieiei. Ja, ich sage mal, ein bisschen mehr machen die sonst. Was wird da draus? Nix. Die Kleine, die kann gut futtern. Ja, ich aber auch, ne? Wenn er so lecker schmeckt, ein bisschen geröstete Zwiebeln oben drauf, da habe ich ja schon vorbereitet, ne? Wir sind ja eine gute Küche, ne? Wir bereiten unser Essen auch schon vor. Mise en place. Ach ja. Lass mich in dein Herz hinein. Ja, das sagt so ein Kardiologe gerne, ne? Da verdient er seine Kohle mit. Ja, aber brauchst du keine Angst haben, Hase. Ich weiß, dass das ein doofes Gefühl ist oder ein doofer Gedanke. Ja, meine Mutter hat aber auch nicht anders geredet, Hase. Ne, meine Mutter hat auch immer so, du brauchst keine Angst haben. Och, das könnte ich alle einmal der Woche machen lassen, hat sie gesagt. Ich sage, Mutter, hast du denn immer alle? Da weiß ich sauber, ne? Gut. Einmal der Woche. Ich habe gesagt, in der Kindheit kommt kein Messer am Herz dran, weil ich einfach Angst habe, dass ich nicht mehr aufwache. So, es ist theoretisch, die Formel bei mir am Herz. Ja, sicher. Also letztendlich machen sie das ja von außerhalb. Du bist ja nicht am offenen Herz, das ist ja nur, die gehen ja über eine Vene, eine Arterie oder wie auch immer. Du sagst das so leise, ich muss dabei noch einen Schlauch schlucken. Ja, aber du hast doch da so irgendwie so ein bisschen, ja, ich hab, bisschen Dämmerschlaf oder ja, so. Ja, aber trotzdem. Wache ich dabei auf, habe ich den Schlauch in der Fresse. Okay, ja, klar. Ja, der Gedanke ist eklig. Ui. Der Gedanke dabei ist eklig, das ist logisch. Ne? Da möchte man nicht drüber nachdenken. Ja, ich bin an EKG und sowas angeschlossen. Ja, aber trotzdem, wenn ein Fehler passiert, passiert ein Fehler. Ja, da sind die aber vorbereitet, Hase. Die können da alles gleichzeitig machen. Deswegen musst du ja da so ein was unterschreiben. Da musst du das ein bisschen mal durchlesen. Und da ist mir ja so kodrig geworden, was da alles passieren kann. Ach du lieber Gott. Da war wie so ein Wartezimmer und da war so ein Tisch und da lag der. Ja, lesen Sie das mal bitte durch, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Ja, alles nicht so schlimm, aber das kann ja mal passieren. Dieses kann mal passieren. Das hat mir ja schon gereicht. Schließt das nicht durch und unterschreibt die Scheiße und gut ist. Ja, ach Gott. Ich weiß, dass du ein bisschen Panik hast. Das habe ich auch. So, und wenn ich den nächsten neuen Defi bekomme, ja, dann ist halt immer wieder dasselbe. Das ist immer dasselbe. Das wird sich nicht ändern. Die Angst ist immer. Ja, einzige, wo man wirklich Angst vorhaben muss, ja, das ist, wenn du die Narkose da kriegst. Narkosen sind schlecht. Also ganz klar, wenn du das Gehirn, das kann das gar nicht so verarbeiten. Ja, da, wenn du dann hast du dann vielleicht früher Alzheimer oder. Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, und merke ich nach einer OP mein Herz? Oder merke ich das nicht? Da merkst du nichts. Da merkst du nichts.
Da brauchst du keine Angst haben. Nee, da brauchst du keine Bedenken haben, weil du spürst ja dann nichts, ne? Da ist vielleicht, ja, was ist denn da? Ja, dass du vielleicht am Hals wieder was hast. Oder dass du am Hals durch die Sonde ja vielleicht ein bisschen mehr ja, also aufgeraut, angekratzt ist. Ja, das du, hast du ja, das hast du ja jetzt auch schon. Ne? Und das wird sein. Das auf jeden Fall. Na, das nützt ja auch nichts, wenn ich sage, das passiert nichts oder ist nichts Schlimmes. Das ist ja schon Routine, was sie da machen. Die können das ja schon seit, glaube 30, 40 Jahren oder ja, werden Stents gemacht oder kann man mit Sonden ins Herz reinschauen. Ne? Ja, das gibt es schon sehr lange. Ja, das ist schon wieder ein Husten, ne? Sein Hüsteken hat er wieder, der arme Junge. Ach, dann tue ich die Zwiebeln, ja. Tue ich die Zwiebeln mal hier rein. Ach ja. Nee, hinterher wirst du sagen, ach, das war da gar nichts. Nur eben halt, wie gesagt, ich hätte da mehr Panik da vor dem alten Schlauch da. Weil das ist ja wirklich mal Scheibenkleister. Der Schlauch, ne? Also das bräuchte ich auch nicht. Weil das ist ja wirklich nervig, das Ding. Jetzt sind wir hier. Ja, alles mit einhändig machen, ne? Das ist natürlich ganz schön bescheuert hier. Ah. Da war aber noch was dran, das muss ich gleich rausschnipseln. So, kommt einfach wieder mit zurück. Ne? Warte mal, ich muss hier erstmal ein bisschen Ordnung machen. Ja, aber jetzt habt ihr Niki gesehen. Ne? Ja, der hat natürlich seine Sorgen und seine Ängste. Dann, was will ich dann machen? Ne? Da kann ich nur einfach, ja, ich habe ja selbst schon Katheter untersuchen, da kann ich mitreden, Leute. Ja, habe ich auch schon zwei, dreimal, viermal, ich weiß nicht wie oft, ne? Ja, das ist letztendlich, hinterher ist das wirklich nicht die Welt. Ne? Das ist ein Kleinsteingriff. Wie kann ich den beschreiben? Kann ich nicht beschreiben. Nee, einfach nur so. Einzig der Ekelhafte ist, die waren, ja, die machen ja, damals war ich ja noch von der Leiste, ne? Ich zeige jetzt nicht drauf, sonst meint ihr, ich bin pervers oder so. Also Leiste eben, ne? Sportlerlinie, sagt man da auch, ne? So, und da wird dann, kriegst du eine Beruhigung, ne? Dann kriegst du so, ne, so ein bisschen, ja nicht unbedingt Dämmerschlaf, das ist nur so einfach. So leck mich LMAA-Gefühl, ne? Ja. Und dann war da, aber dann haben die Pfleger draußen noch ihre Witzkes gemacht, ne? Haha, ha, ha, Witzken hier und eine Flasche Pommes. Weißt du, so, ne? So, musst du dir vorstellen, zwei Stück davon und die, ja, also auch so Kanten, so Bart, ne? Also nette Kerle, ne? Ja, und die haben dann ihre Späßkes da gemacht, ne? Jetzt stehst, ach ne, du liegst ja da, dann liegst du da, ne, und dann kriegst du halt mit und ah, ja, dann lachst du dich selbst in den Kopfkisten rein, ne, ja, und ja, was machst du dann, ne, ja, ja mitlachen, ne, logisch, ne, ja, und dann haben die, dann kam der richtige Herr Doktor, ja, der muss ja immer freundlich und total hervorragend gegrüßt werden. Hallo, Herr Doktor. Doktor, das ist nicht angemessen genug. Guten Tag, Herr Doktor, angehender Professor. Nein, ja, die wollen ja immer so, ne? Das ist ja, ja, Götter in Weiß, ja? Götter in Weiß, ne? Boah, ja, so viel Zeit muss sein. Doktor Knusprig, ne? Ja, so viel Zeit muss sein. Da kann ich so reinhauen, ne? Weißt du? Ja, ich bin Orientteppich-Fachverkäufer. Haha, für Rot- und Nepalware. Jetzt komm du. Firma Teddy. Ja, weißt du, was ich meine?
Habe ich mal zu einem, habe ich den begrüßt, weil ich wusste, das ist unser Dorfdoktor. Nein, beziehungsweise das ist der Doktor von einem Haus, ne? Ja, das sind immer so die Spezialdoktoren, die sofort wieder gesund schreiben, damit du bloß nicht lange krank feierst und so, ne? Ja. Ah, guten Tag, Herr Doktor. Ne? Pieps. Ja. Und, ne, also nicht Doktor. Guten Tag, Herr Piep. Doktor Piep. So viel Zeit muss sein. Ich sag, darf ich mich vorstellen? Orientteppich Fachverkäufer Teddy. Fachkenntnis in Rot- und Nepalware. So viel Zeit darf sein. Bitteschön. Ich sage, ich behandle sie nämlich alle gleich. Nein, das kann ja nicht sein. Ich sag, wieso kann das nicht sein? Ja, wir sind doch alle gleich. Wir sind doch nicht alle gleich. Ich sag, richtig. Ich sag, das brauchen wir ja nicht. Ne? Nee, ich war richtig ekelig zu dem, ne? Weil das ist ja wieder die Ungerechtigkeit oder die doofe Ungerechtigkeit. Ja, ich bin Doktor und du bist doof. Ja, was hat er denn anders gesagt, ne? Ich bin Doktor und du bist blöd. Ja, wer hatte doch jetzt gar nicht, ne? So fasse ich das auf, ne? Ja, im Zeitalter von Genderwahnsinn, ja, du kannst zu keiner Frau mehr sagen, oh, sie haben aber heute ein hübsches Kleid an. Das ist aber richtig toll, ne? Ja, das ist ja schon gefährlich, ne? Weißt du? Hut ziehen, ja? Was denken die sich, die Frauen? Ich glaube, das ist auch schon irgendwie anrüchig, weil das könnte ja, ne? Ja, ich könnte jetzt einen Spruch sagen, ne? Aber ne, das geht ja auch schon wieder unter die Gürtellinie, ne? Ja, ne? Also Leute, denkt euch mal was aus mit eurer scheiß Gender und frauenfeindlichen Scheiß da. Ich tue doch keiner Frau was. Also ich nicht. Ich nicht. Ich bin ja herzallerliebst. Ne, weil ich, ich kann Ungerechtigkeiten nicht leiden. Und viele meinen immer, ja, sie müssten dann irgendwie doof spielen. Ja, da möchte ich aber als Mann Beachtung finden. Ja, und möchte auch als Mann nicht doof dastehen, ne? Ja. So, was wollte ich denn jetzt? Ich will jetzt hier erstmal hier. Ich denke mal, ich kann das machen. So. Jetzt muss ich nur. Warte mal, ich habe doch gerade. Ach, da bist du. Ja, ich wollte doch sagen, ich habe doch hier so ein Messer gehabt. Was mache ich denn jetzt zuerst? Ach komm, ich mache das jetzt hier. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass der Daumen jetzt nicht nass wird. Ich muss jetzt die Kartoffeln so ein bisschen halbieren und dann hier den Klacker machen, weißt du? Zack, klack. Ja, ich will jetzt nicht die Finger da nass werden lassen. So, aufpassen, immer schön fernhalten, fern der Heimat. Natürlich liege ich lieber am Tisch. Niki hat noch ein bisschen was dran gelassen da. So. Ja, das Klackern, das ist das Lauteste hier. Das ist schon wieder abartig. Ja, ich bin da nochmal. Ich schneide das ja alles mit der Hand normal, ne? So, da bin ich ja gar nicht. Kann ich auch, glaube ich. Guck mal, die sind gar nicht so dick. Kann ich auch so da reinlegen. Da könnte ich jetzt Pommes von machen. Jo, Pommes. Schön hausgemachte Selbstmach-Pommes. Immer wieder gut. Die muss ich wieder durchschneiden, ist wieder zu dick. Und da vorne ist wieder was dran, hat Niki nicht ganz sauber gehabt. Ja, da ist ja auch Chefkoch, ne? Chefkoch, die brauchen da nicht so, ne? So. Das geht auch so. Zack. Siehst du, so geht das. Ich meine, man kann auch einhändig arbeiten, als einarmigen Bandit. Ne? Ich könnte ja so hier rumlaufen, ne? Tue ich aber nicht. Das ist ja Angeberei, ne? Aber obwohl, das ist wirklich wahr, wenn du, sag ich mal, so eine Wunde hast, halt den Hand hoch, ne? Wenn du halt runterhältst, dann geht das ja, das pumpt das Blut ja da schneller, ne? Hast du halt manchmal auch so,
ja, dann hast du so das Gefühl, die Hand schläft ein beim Schlafen, ja, nur weil du, sag ich mal, auf der Seite gelegen hast und du hast jetzt, sag ich mal, die Hand jetzt hier irgendwie hier oben, ne, so, überm Herzen, ne? Merkst du das auch? Hast du schon mal, ne? Wenn nicht, dann bist du noch jung, aber wenn du älter wirst, wirst du das mal erleben, ne? Apropos jung und älter. Hat mich mal so ein kleiner Piefke, der war vielleicht 10 oder so, ne? Oder 8 oder keine Ahnung. Ja, ey, du alter Sack, sagt er zu mir. Ich sag, weißt du, wie viel, Gott sei Dank, weißt du eigentlich, wie schnell? Ich sag, hast du eine kleine Schwester oder einen Bruder oder so? Ja, eine kleine Schwester habe ich, dicker alter Mann. Der war frech, ne? Der war richtig eklig frech, ne? Aber sowas kuriere ich auch immer ganz schnell, ne? Ich sage, hast du eine kleine Schwester? Ich sage, pass mal auf. Ja, du hast doch gesehen, wie die geboren ist, ne? Da war die so klein. Guck mal, die ist jetzt schon so groß. Ich sage, weißt du, wie viele Jahre dazwischen waren? Ich sage, beobachte mal deine kleine Schwester, dann siehst du, wie schnell du auch alt wirst, du alter dicker Mann. Ha! Oh, ja, hör mal, der ist bald heulend nach Hause gerannt. Ne? Ja, oder? Das ist doch nicht viel. Guck mal, du hast jetzt bis heute geboren. Ah, ja, bist auf Hände getragen. Ja, schaukel, schaukel. Irgendwann kommst du im Sportwagen, Kindergarten, Schule, Abitur vielleicht, studieren. Dann bist du 35 Jahre am Studieren. Ja, gibt es ja auch solche Leute. Ne? 35 Jahre studieren die. Ja, dann gehen sie noch 3 Jahre arbeiten, sind dann halt eben ihre 67 Jahre Rentenalter, zack, bumm. Bordsteinkante gestolpert, tot. Ha. Ja, letztendlich haben diese Menschen doch, die voll studiert haben, doch gar nichts am Hut, ne? Oder beziehungsweise gar nichts von ihrem Leben gehabt. Sportler zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei Sport, ne? Sportler zum Beispiel, du hörst? Ja, ich hätte den Ball da richtig reinschießen können. Die ohne Betonung, ohne irgendwie, ja, Freude an dem Text. Ja, als wenn die da irgendwo, ja, so ein, ich weiß nicht, wie heißen die Dinger da, so ein, ja, so, da ist so ein, unter der Kamera ist so ein Fließband, da steht dann alles drauf, was die so quasseln sollen, ne? Also wenn du so, weißt du, so wie so ein Zombie, ja? Damals hier Boris Becker, bin ich jetzt schon drin oder was? Ne? So, ne? Oder Greffi Staaf, ne? Steffi Graf, ne? Ja, wir haben alle so Sport, Fußballer. Die reden alle so, ja, wir hätten den Ball da besser reinspielen sollen. Ja, wir haben jetzt da nicht aufgepasst. Leider haben wir verloren. Hurra, hurra. Ach so, nee. Ach so, da steht was anderes. Vom anderen Verein, den Text hat er schon mit vorgelesen. Weißt du, so, da hast du manchmal das Gefühl, die haben nichts von ihrer Jugend gehabt. Also Leute, ich habe im Dreck gespielt, ne? Kurze Lederbuchse an, zack, raus, Sandkasten, wo ich dann schon weiter weg durfte vom Haus, ne? Rein in die Bäume, ja, Bretter mitgeholt, vom Vater Nägel geben lassen, alten Hammer, zack, bam, Baumhütten gebaut, ey, Leute, geil, ne? Also das hat ja Spaß gemacht, das war ja noch richtig Knorke, ja, weißt du? Das war ja noch richtig toll. Ja, und heute die Kinder, die sind, ja, okay, die Zeit ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Die haben jetzt mit so Hörnchen, ne? Wenn sie überhaupt. Ja, oder hier so ein Joy-Ding da, ne? Ist ja auch schon out, ne? Das ist ja auch schon nicht mehr so, ne? Aber du, die haben ja nichts. Die haben ja auch nichts mehr von den Jugend, ne? Ja, die können ja halt nur noch so in 01, 1-0 oder wie heißt das System da? 1-0 oder 0-1, ja. Da wird alles nur noch in zwei Zahlen. Also 0 ist ja nicht unbedingt eine Zahl, aber die 1 ist eine Zahl und die 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 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
Ja, dann gibt's über die Badelatschen oder die guten Nickel, also die Göttin der Yacht, ne? Ja, über die Schuhe noch so Kondome, ja? Ja, damit bloß diese Schuhe nicht auch noch dreckig werden. Ja, Leute, eins ist, wo ich mich mal aufgeregt habe, Sandalen. Boah, Sandalen mochte ich nicht, ne? Dann lieber irgendwelche gammeligen Turnschuhe, die mussten aber dicht sein. Ja, Sandalen, wenn du da gespielt hast, im Sandkasten oder bist über Schotter gelaufen, die Steinchen, da so unter den Füßen, zwischen Sohle und Fuß, ja, du warst immer so, ja, hast du mal den Fuß so hinten, ne, habt ihr doch bestimmt auch, ja, den Fuß so aufgetackert, ne, vorne alles kaputt gemacht, ne, verschrappt, ne, ja, und dann habt ihr immer doch so über die Füße so aufgestolzt, ne, damit der bloß der Dreck da rausfiel, ne, boah, war das abartig, ne, das konnte ich nicht ab, ne, also da war ich noch schon ein kleines Mädchen, also ein bisschen pingelig, ne, so, pass auf, also ich habe ja jetzt hier das klein gewürfeltes, ja, das ist doch schon schön. Schon schön. Das kann ich ja hier schon mal da reinmachen. Weil die Kartoffeln, die müssen immer Wasser haben. Die werden sonst grau. Ja, kann man nicht verstehen. Ist aber so. Ja, weil das oxidiert. Nein, ja. Weil da kommt da Luft dran. Oxidieren heißt, da kommt Luft dran und da entsteht eine Reaktion. Ne, weil die Luft dran kommt. Oxidiert nicht nur Metall, also Stahl, Eisen besser gesagt. Ja, es oxidiert auch Sellerie, Kartoffel, Banane, ja, Apfel, wenn ein Apfel. Ja, die Punk-Lady, das geht nicht. Die ist so genmanipuliert. Ich glaube, die wird gar nicht braun, wenn man die anschneidet. Ne? Ja, also, weißt du, so ganz, das ist schon komisch. Es ist komisch, Leute. Glaubtet mir. Das habe ich ja hier von dem Weißkohl, habe ich ja auch noch hier. Das kann ich übrigens auch noch mal schon mal da reinschmeißen. Dann habe ich das nämlich auch weg. Kann ich das so machen? So geht das. Ja, und ne, also vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, wenn ich das jetzt nachts machen würde, dann kriege ich hier Ärger mit den Nachbarn. Dann kommen die von drei Häuser weiter, kommen sich und beschweren sich. Nein, da tut ja gar keiner. Hier darfst du sogar sonntags deinen Hammer rausholen. Und ja, nicht Liebe machen. Den Hammer meine ich jetzt nicht, ne? Sondern den Hammer für ein Bild antackern. Ne? Also das kannst du ja ohne weiteres machen. Und Niki meinte mal, oh, das geht doch nicht, wir haben noch Sonntag. Ich sag, nö, wenn du jetzt den Staubsauger rausholst und du musst den Tisch mal da eben umkippen, und wir haben einen schweren Tisch. Ja, ich glaube, der wiegt 300-400 Kilo oder sowas. Oder mehr, ja, so eine dicke Glasplatte. Ja, und das ist alles massives Holz und kein Pressspan oder so. Wenn du den selbst mal umkippen müsstest, um darunter zu saugen oder so, das würde dir keinen stören. Ja? Wenn du vielleicht dabei Hilfe rufen würdest, ja, dann würden sie schnell kommen. Dann ist du auch gute Nachbarschaft hier, ne? Das ist ja das Schöne daran. Also wie gesagt, deswegen möchte ich ja auch hier gar nicht weg. Ne? Muss hier nur aufpassen, dass ich nicht mit dem Daumen da dran komme. Weil das ist jetzt bäh. Das ist bäh mit dem Daumen da. Nö, wir haben ja eine richtig gute, tolle Nachbarschaft. Und ich möchte das gar nicht missen. Ja, aber guck mal. Das war das. Das Ding hier. Das hatte ich hier da in dem Daumen drin stecken. Nicht stecken gehabt, weil ist ja wieder runtergefallen. Das hat ja so ein Eigengewicht. Ne? Wir sind ja hier nicht auf dem Mond. Ne? Das hat hier rumschwebt. Und ich... Ah! Nee, das kam mir aus dem Schrank entgegen und ich wollte das so, ja, damit das nicht, weil ich weiß nicht, wie robust sowas ist. Ne? Wenn man das längere Zeit nicht braucht, mit Plastiker spröde. Das platzt dir so weg, Gartenmöbel zum Beispiel. Ne? Immer schön, nur niemals mit Öl einschmieren. Dann hol lieber in eine Baumarkt Latexöl. Ja, das nennt sich Latexöl, ist jetzt nichts, ja, kann man aber auch dafür benutzen, also für Latexkleidung. Nein, aber wenn du das jetzt so Gartenmöbel, ne, hier weiß ich jetzt nicht, da kann man Dichtungen, Autoreifen,
damit die nicht spröde werden, durch, weil die ganze Zeit den Sonnenlicht da so abkriegen. Ja, da kannst du das Gartenmöbel hinter nach dem Saubermachen einsprühen, dann wird das Plastik wieder genährt. Ne? Wenn ich das jetzt nur mit Wasser mache und dann knallt die Sonne wieder den ganzen Tag drauf, ja, kann das sein, dass im zweiten Jahr nicht mehr auf den Schuh sitzt, sondern darunter. Bist du durchgefallen. Ja. Ja, oder? So, ich mache das nämlich jetzt hier, ich mache nämlich untereinander heute ein bisschen durcheinander. Warum macht der dicke Onkel das, kann ich euch sagen? Weil das kann. Nee, weil ich da noch Reste habe. Ja, du musst ja, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein untereinander, so ein Eintopf, wie auch immer, ja, ist ja ein Eintopf im Grunde. Das kann ich ja machen, wie ich mag. Nee, das ist dreckig. Das nehme ich jetzt gleich nochmal für was anderes. Ja, ja, weißt du, da kannst du ja lila Flanelläppchen noch reinmachen, ne? Was? Ja, lila Flanelläppchen. Wenn du besoffen bist, kannst du das gut aussprechen. Lila Flanelläppchen. Ja, ah, das habe ich mal auswendig gelernt. Also, damals konnte ich das besser, ne? Jo. So, ich mache jetzt hier einen Dackel drauf. So, die Möhren, die kann mir gleich nochmal jemand anders hier eventuell. Tue ich jetzt nochmal abdecken. Ach ja. Ja, weil die Küken hatte doch, wie gesagt, das Gerät. Guck mal, hier ist ja auch noch was. Das kann ich ja auch dann schon mal damit rein. Nichts umkommen lassen, Leute. Oh, da war ja nichts dran. So, Zwiebeln habe ich da für geschmorte Zwiebeln gleich. Haben wir jetzt schon wieder anderthalb Stunden bald drauf auf Kamera. Ich bin dann erstmal. Achso, da mache ich ja alles hier, ne? Da könnt ihr auch wieder mit dabei sein, ne? Ja, ich gehe dann hier so am Dingsbums. Hat das schon wieder geregnet oder was? So. Oh. Ja, manche Wolken, die ziehen unwahrscheinlich schnell. Ihr seht mich gar nicht, ne? Manche Wolken ziehen unwahrscheinlich schnell. Wo tue ich dich denn mal hin? Ja, ich mag nicht so gerne in der Küche rauchen. Ich nehme euch mal eben mit rüber in den Raucherbereich, ne? Ach, eine dicke Schnecke wieder da. Die Bierfalle ist da unten, Schätzchen. Der Mond. Schön, man sieht den Mond schon. Zunehmender Mond. Ja, Schwalben fliegen ganz hoch. Also ist heute kein Schiedwetter. Ja, so ist das, ne? Ah, da kocht schon einer irgendwo was Leckeres. Ich riech das. Kommt so an mich vorbei, gerauscht. Lecker. Nam, nam. So, so. Schön, die Vögelchen. Ab in den Aschebecher. Was habe ich denn da? So wie Brotutan, ne? Was willst du denn? Aua! Häng ich mit meinem Popo hier fest. Ja, ich habe ja so einen dicken Gürtel hier um, ne? Den schwarzen Gurt.
So, ich bin ja mal eben kurz bei den beiden oben, ne? Damit die nicht denken, ich bin jetzt hier unten noch festgekettet. Bis später. So, Dele. Jo. Du, das Mann machen, tun, du. So, das ist jetzt, hier ist der Kohl. So, das, achso, die Karotten. Ich mache jetzt die Karotten fertig. Dann haben wir die Zwiebel noch, aber die kann ich ja da auch da reinhacken. Eine Pfanne brauche ich da für die Zwiebeln. Bist gut, du bist klasse. Du bist klasse. Aua. Ah. Ja, das ist schäbig. Warte mal, ich mache mir mal hier so einen kleinen Zipfel dran. Ich habe hier so einen Schnellpflaster. Das ist eigentlich ganz gut, nur dann kleben tun die nur nicht so prächtig. Damit ich gleich wenigstens schön dünn drum ist, dass ich wenigstens gleich nur in den Gummihandschuh reinkomme. Ne? Ist ja hier so. So, habe ich jetzt auch so ein, ja, ich hätte auch einen richtigen Verband hier gehabt, ne? Ja, das habe ich gebraucht für Mittelalterfest, ne? So als Verband. Und da habe ich einfach dann rote Lebensmittelfarbe drauf gemacht, als wenn das schon mal gebraucht wurde. Ja, ach so, hier ist ja auch noch eine, ne, dann nehme ich doch die von, ne? Da ist ja schon ein bisschen Fett drin. Da hast du das versteckt. Hab schon gesagt, die versteckt das immer. Guck mal, ich habe hier noch Kohl. Soll ich das, kann ich das damit reinmachen? Ja. Ja, ne? Weg. Kohl mit Möhren. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gegessen. Kohl mit Möhren untereinander und Kartoffeln, das ist bestimmt was Feines. Dann kann ich nämlich auch gleich hier die, hier ist die Plaste. Dann kann ich mir auch gleich hier die Zwiebeln reinschneiden. So. Die Zwiebeln habe ich da. Ist ja nett, dass man mir Hilfen tut. Ja, sonst hätte ich da ganz schlechte Schwierigkeiten gehabt mit dem Scheißfinger jetzt. Ja, glaube ich ja. Das ist jetzt ganz blöd. Ja. Um 9 Uhr morgen aufstehen, dass ihr noch Kaffee trinken könnt? Ja, sollte man, ne? Ach so. Dann muss ich jetzt gleich noch. Aua, Entschuldigung. Muss ich jetzt gleich noch in, unter der Dusche. Boah. Ist aber mal kompliziert, das Gerät hier. So. Das kann ich jetzt nämlich in eine Pfanne schmeißen. Wir hatten oben überlegt, was das für ein Krach war, was du da jetzt gemacht hast. Jetzt weiß es, ne? Naja, wir haben dann auch so gedacht, naja, vielleicht ist er ja da das Ding am klein machen. Ja. Ja, das ist ja so nicht schlecht. Da sag ich nichts zu. Also das ist schon in Ordnung, das Gerät. Nur das lässt sich auch alles so ein bisschen schwergängig da nur bedienen. So. Das kann das hier so ein bisschen rund am Brötscheln sein. Zack. Jetzt irgendwie was verschmort, ne, oder? Als wenn irgendwie. Ja.
Was bin du? Aber ich habe ja da nur das Gas angemacht. Ich kann ja nicht nach elektrischem Kabel riechen. Nee, das ist hier gut. Hier ist nix. Tja. Kommt manchmal so rüber. Ach ja. Zack. Muss gleich erstmal überlegen, wie ich das spülen will. Ja, wie spüle ich heute? Ach, ich muss nur gucken, dass ich damit einen Jump. Ach, ist doch okay, wenn ich spüle. Ob ich da mit einem Gummihandschuh drüber komme? Warte mal, was habe ich hier für welche? Ja, die sind auch nicht viel besser. Ich hätte mal andere, die waren so. Das war so Latex. Die waren so, die sind richtig auseinandergegangen, ohne dass sie gerissen sind. Das ist jetzt hier. Ja, ich muss gleich sowieso die Frikadellen noch zurechtkneten. Das ist noch nicht viel besser, ne? Ach, Mann. Dann nehme ich die billigen hier. Die sind am besten. Drei Pakete Jummi-Handschuhe hier. So, die ich mache schon mal da zurecht. Ach ja. Wetter, das will heute auch irgendwie nicht. Also ich habe gerade gesagt, der Nachrichtensprecher, der spinnt. Schönes Wetter und warm und aber Regen. Heiß. Ja, hier ist, ich sehe nur Regen, nur Schlechtwetter. Ich sehe nur mieses Wetter. Schon wieder so grau. Gerade kann ich noch den Mond da oben sehen. Jetzt ist er schon wieder weg, hat sich schon wieder versteckt. Hat sich schon wieder verkrochen, der Mond. Der Mond von Wanne Eickel. Das ist der Mond von Wanne Eickel. So. So ist es. Ach ja, so ist es, ne? Oder nicht? Oder wie? Oder was? So. Küken fühlt sich sonst so sehr beobachtet. Ach. Ich habe zu Niki vorhin schon gesagt, weil der kommt ja morgen mit. Ja. Ich lasse euch dort raus und stelle mich woanders hin, damit wir nicht bezahlen müssen. Und ihr meldet euch, wenn ihr dann beim fertig seid. Ja, du brauchst sowieso nicht bezahlen. Wenn du mit dem Auto sitzen bleibst, brauchst du nicht bezahlen. Das wissen die ja nicht. Ja, das Problem ist, es sind da ja alles nur bezahlbare Parkplätze. Ja, du meinst mit ach so, ach ja, das meinst du. Ja, du kannst dann in der nächsten Straße, das ist eine Bäckerei. Richtig, dass ich Moment, dann so katholische ist das, ne? Ja, nee, dann evangelische. Evangelische? St. Vincent. Nee, Vincent ist katholisch. Das ist das katholische? Ja, das ist da eine Beacht. Gegenüber vom Friedhof. Auf jeden Fall da, wo Niki halt schon, wo wir jetzt so waren. Ja, ja, klar. Da ist ja das neue Center da für Röntgenaufnahmen. Und ja. Jo. Da ist alles nur mit Schranke. Nee, da kannst du durch. Du kannst direkt reinfahren. Ja, ja, ich lasse euch direkt da vor die Türe raus und stelle mich dann an der irgendwo hin, wo Platz ist. Richtig. Und ihr meldet euch, wenn ihr fertig seid und. Ja. Nee, dann kannst du da
wie gesagt, die nächste links rein, da ist so eine Bäckerei, Konditorei. Und da kann man ganz gut, ich weiß nicht, ob ihr da was stehen kann, aber wenn ihr da im Auto sitzt, ja eben, da passt, da brauchst du keine Angst an. Wenn es so schnell geht wie bei dem Orthopäden da, rein, zack, bist du sofort dran. Ja, das war gut. Das ging flott bei dem. Das war schön. Hier brate ich jetzt einmal die Zwiebels an. Mein Glückspfannenwender. Mein türkischen Glückspfannenwender. Zwiebelwürfel ein bisschen größer als normal. Ist doch egal. Ja. So ist es. Ach ja. Na, gibt es dort noch Regen? Fertig. Jo, bis auf die. Ja, geschält sind sie, müssen noch kein geschnitten werden. Jo, jo. Voll den Finger da rausnehmen, ne? Ja. Wie nennt man die Möhren noch, scherzeshalber? Karotte. Hm, ja, scherzeshalber. Keine Ahnung. Polizeifinger. Ach, das kenne ich nicht. Da haben wir immer gesagt, heute gibt es Polizeifinger. Den Begriff kenne ich nicht. Du kommst ja heute mit Begriffen. Bin gut, ne? Ja, total. Ja, meinst du wohl. Ich habe immer so... Immer so Dinger auf Lager. Ich schmeiß dir heute Begriffe um dich. Jo. Ja, das Klackern, das ist unwahrscheinlich laut. Das darfst du nicht nachts kochen. Nicht unbedingt. So, dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt schmeckt. Ich meine, Kohl untereinander kennt man und Möhren untereinander ist auch bekannt. Aber jetzt die beiderlei Kombination, das ist jetzt eine Herausforderung. Aber was sagt Nicky? Sonst würde es ja keine neuen Rezepte geben, wenn man nicht solche... Wenn man nicht auch mal so misslungene Sachen mal ausprobiert. Dann hat man nämlich auch immer mal was Neues auf Rezeptbücher. So, kann ich auch gleich anknipsen hier. Meine Zwiebeln gucken. Das ist der Mond von Banaricol. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir haben sogar noch Glühwein da. Da können wir uns vielleicht noch einen Glühwein machen, so kalt wie das ist, ne? Eine Runde Glühweinchen. Thank you.
So, wieder Wasser. Dann nehme ich mir noch mal ein bisschen was weg. Ich glaube, das könntest du einmal ausspülen. Würde ich das reinschicken? Ja. Ja. Das ist ja bloß drin, weil es nicht abläuft. Ach so. Ja, da muss ich wieder Spüli reinmachen. Da siehst du, wie das schon rauswächst. Mhm. Und wenn das jetzt da wieder ordentlich raus, dann schneid mal ab, macht mal im Salat oder in die Suppen rein und es wird wieder verbraucht. So, das habe ich. Dann brauche ich Muskat. Das ist Muskat. Bisschen Muskatnuss dran. Klebt schon wieder nicht hier. Ja. Wo ist denn jetzt das Ende? Ja. Ach Mann! Wo ist er? Da. Ach Mann! Kann ich nochmal machen? Da steht der Glühweinliste. Wo ist denn jetzt das Ende? Ist für den Kartoffelchef auch dran. Ach, ja. So. Ja, aber so geht das, ne? Dann brauchst du auf einmal Hilfe, ne? Hast einen kranken Daumen. Ich glaube, ich mache das hier vorne. Ich wechsle das mal eben. Das geht ja überhaupt nicht. Kommen wir auch nicht voran hier. So, die stelle ich jetzt da drauf. Das geht nämlich auch so, ne? Ja, ich habe jetzt da Gas und hier habe ich das Induktionsdingen. Rapsiöl, noch mal einen Schluck dran. Warum geht das nicht hier? Hallo? Wer der Verpackungskünstler unterwegs? Boah.
hier geht es doch schneller. Ja, dann kann ich morgen schon wieder zum Doktor rennen. Ja, krieg dieses CT da gemacht. Mag ich auch nicht so, ne? Ich bin überhaupt so von Arzttermine oder so. Da bin ich geheilt. Sogar keinen Bock drauf, ne? Ist nicht so mein Fall. Überhaupt nicht. Ha, der riecht schon schön nach Karotte. Jetzt machen wir uns langsam an die Bagatellen dran oder Buletten oder Bremsklötze oder Fleischpflanzerl. Ja, mehr habe ich jetzt so nicht. Ja, da gibt es noch mehr Ausdrücke oder Bezeichnungen für Frikadellen eben. Ah, sag mal, das ist jetzt hier wieder was für einen Boiler. So, hoffentlich komme ich jetzt da drüber. Ja, ich mag das nicht mit. Ja, ich habe da mal gesehen, das war eine Eisdiele. Und also da ist mir so das Grausen gekommen. Da war eine junge Dame, gipsarm. Und hat gekellnert. Alles gut und schön, wenn man Ehrgeiz zeigt, aber das war zu viel des Guten. Ja, ich mache hier zwischendurch hier die Frikadellen fertig. Ja, aber das war einfach zu viel des Guten. Ja, weil die gute Frau, die hatte, wie gesagt, gekellnert. Alles gut und schön, ja, habe ich ja gehört. So, aber der Gipsarm, der war so grau, die hatte von hier irgendwie über das Gelenk bis an der Handflächen. Der war so grau, die konnte sich auch gar nicht die Finger waschen. Dann hat der Gips, ja, hier oben, schon in dem kleinen Eisbecher von dem Kind, also da war so ein Kinderbecher, so ein kleines Schälchen, schon reingetunkt. Ja, dann fällt der Löffel runter und sie ist dann hingegangen mit dem Gipsarm und hat dann da so, und dann hat sie dann den Löffel wieder auf dem Tellerchen gelegt. Und dann erst serviert. Ja, sie hat ja mit Geld in Empfang genommen. Hat ständig, ja, oder mal die Waffel selbst dran gesteckt, ne? Aus dem Becher an der Theke macht man ja so. Oder machen viele so. Und ja, das habe ich dann alles mal so beobachtet. Und dann bin ich zu der Dame hingegangen. Ich sage, wollen Sie mal, sage ich, wie schnell soll ich jetzt hier den Lebensmittelkontrolle schicken? Was hätten Sie denn gerne? Ich sag, Sie arbeiten hier mit einem total grauen, dreckigen Gipsarm und tunken damit auch noch mit dem Gipsarm in das Eis rein, in die Sahne. Ja, also da wurde mir doch ein bisschen komisch im Körper. Und dann habe ich dann gleich meinen Kaffee da stehen lassen. Ich sag, ich bezahle das, aber ich mache jetzt Meldung. Ja, sie ist mir zwar noch hinterhergerannt, das nicht vom Hut, sondern ja, weil sie sich da rausreden wollte. Aber ich habe gesagt, mit mir nicht.
Ja, das geht nicht. Also gerade so ein Gipsarm, ne? Da bleibt ja jede Menge Dreck drin hängen. Ist doch ekelig. Und dann ist ja darunter sowieso immer dreckig. Ja, die Person muss ja nicht unbedingt dreckig sein, das habe ich ja nicht behauptet. So, aber die Arbeitsweise da, ne, das war nicht so. Ich bin aber auch noch an eine Theke gegangen und ich habe gesagt, wer ist denn hier der Chef? Und ja, da hat sich dann hier so ein kleiner, süßer Italiener gemeldet, ne. Ich sage, pass mal auf, Kollege. Ich sage, ich muss das jetzt melden, tut mir leid. Fotos kann ich jetzt keine machen. Aber mein Wort reicht. Ne? Ich gehe jetzt ins Gesundheitsamt bzw. Lebensmittelkontrolle, werde ich jetzt melden. Ja, und was ist denn los? Ich sage, ja, guck dich doch mal deine Mitarbeiterin hier an. Die hat einen Gipsarm. Das stinkt da drunter. Das ist ekelig. Ja, das muss nicht sein. Ne? 2, 4. Ich muss gucken, dass wir gleich haben. 6. Nee, ich sag, so funktioniert das nicht. Das könnt ihr nicht machen. Ja, und dann wollte er mich noch zum Kaffee einladen, den habe ich bezahlt. Ich sag, nee, ist in Ordnung. Ich sag, merkt euch das. Ich sag, nicht mit dreckigen Gipsarm. Löffel fällt hin, aufgehoben, bisschen an der Hose ab, an der dreckigen Hose, die war ja auch noch dreckig, ne? Auch noch da abgeschmiert. Und ich sag, nee. Ich sag, ich will nicht hyperempfindlich wirken, aber da sind so Sachen, da hört der Spaß wieder auf, ne? Ja, mit Handschuh geht das hier, dann ist das schon wieder. Ja, ich mag das nicht, ne? Also ich meine, ich bin auch nicht so der hypersauberste. Dafür sind wir aber auch abgehärtet, ne? 2, 4, 6. Moment. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das passt aber dann nicht hier. Scheibe. So. Jetzt haben wir 9. Hier kann ich Wasser reinlaufen lassen. Ach, läuft? Ja, läuft. Läuft doch. Was habe ich hier? Das heißt, ne, geht. Kann ich jetzt noch mal einen Backofen hier machen? So, so dann habe ich hier fertig, ne? Ja. Dann kocht. Ach, da kocht auch schon. Schön. Kartoffeln, also Gemüse kocht schon mal. Das ist immer gut, wenn es kochen tut. Ach ja. So, das kann ich da auch Salz dran machen. Da. So, nochmal einen halben, anderthalb. Das Wasser gieße ich ja sowieso ab, also ist das nicht so salzig. So, haben wir schon Olivenöl dran. Olivenöl ist mal das teuer. Schweinerei. Nee, Butter habe ich ja hier. Ich habe noch ein bisschen Kartoffelkuchen, habe ich auch noch da. Ein bisschen Butter dran, schäumt das schön. Kann ich noch eine Suppe machen. Hi, 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 Tetei. Spießtaxi to the sky. Der ist schon kaputt, der Typ, ne? Weiß ich.
So, hier einmal durchrühren, bitte schön. Kann ich dich für nehmen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, man muss ja nicht nur ein Gemüse, da so untereinander machen. Ich habe jetzt Kartoffeln, Karotte und Weißkohl habe ich ja noch ein Stück gehabt. Ne? Da musste ich ja irgendwo verarbeiten. So, und das kann ich jetzt da drin wunderbar machen. So, auf Schwachstellen. Hier drehe ich gleich um. Und dann gucken wir mal, wie das von der Rückseite ausschaut. Ja. So wird das was. So wird's langsam was. Ja, ein bisschen Butter mit dem Öl zusammen. Da hast du immer so eine schaumige Angelegenheit. Das finde ich immer schön. Dann schmeckt das Fett auch hinterher so gut. Warum seht ihr mich eigentlich nicht? Ihr müsst euch umdrehen, wenn ich hier stehe. So, jetzt mache ich hier auch nochmal eine Prise Salz so drüber. Schön saftig, würzig, schmeckrig. Frikadellen eben, ne? So, hier kocht das schön. Wunderbar. Die Zwiebeln, die geben auch Gas. Machen die meisten die Zwiebeln, ne? Die geben immer Gas, ne? Jo! Ich könnte jetzt so ein Bier trinken, ne? Hab ich? Ja, wir haben ja Bier da. Chefchen, wolltest du noch mal? Komm mal her. Komm mal her, kriegst du noch mal einen Schluck Milch, Schatz. Komm. Gutti Mili. Mili Willi. Komm mal her, Pili Willi. So, da hast du noch mal einen Schlucki. Milch, ja, ne? Ja, muss man sagen, doch. Milch geht immer, ne? Milli Vanilli geht immer. So, ich bin dann mal eben nochmal wieder oben, bisschen Pause machen, bisschen quatschen da oben, ne? So ist es ja. Lecker. Allein das Fett schmeckt so lecker. So, mal gucken, ob die Kartoffeln schon weich sind. Dann verdrückt man einfach so mit der Gabel. So, eine Karotte, Kartoffel, ja. Der Kohl, das ist ja auch ganz fein. Dann ist das auch in Ordnung. So, nehme ich mal eins raus hier. Zum Abschmecken, ne? Abschmecken ist gut. Ja, wenn ich jetzt abkippe, dann ist sowieso der Geschmack weg. So. Lecker. So, mal gucken, was meine Zwiebeln sagen. Ja. Die kann ich warm sind. Ja. Kommt jetzt ein Löffel rein in die gerösteten Zwiebeln, dann kann sich das jeder selber drauf machen. Ne?
Mhm. Mhm. Das ist gut. Mhm. Mach ja immer Gutes, ne? Oder? Ja. Kochen muss man, ne? Das ist so, wenn er am Schiff sitzt, der Schiffskoch, ne? Der muss besonders gut aufpassen, ne? Ja, den kann man ja nicht mal so einfach mal austauschen. Der muss dann bis Fahrtende, muss der dann auf Bord bleiben, in der Küche, in der Kombüse, ne? Ja, und der muss dem mal besonders gut Acht geben. Sonst haben sie nämlich auch mal ja, auf einem Piratenschiff oder so, da haben sie immer so ein Messer in der Rippen geschoben. Oder gehalten zumindest. Ja, dass er bloß vernünftig kocht, ne? Ja, wo sie recht haben, ne? Das ist ein wichtiger Mann. Auch wenn man das nicht so sehen möchte. So, ich würde sagen, wir machen das hier drauf. Die Butter, die kann ich vielleicht auch noch gebrauchen. Auch mal hier können wir das hinstellen. Machen wir wieder so Buffet-Art. Noch heiß. Oh. Schön, das hält so lange. Hier in die Tontöpfe, das hält schön lange warm. Na, hier so in diese Tontöpfchen, das ist schön. Schön warm. Na. Dann haben wir das. Kartoffeln tue ich jetzt gleich stampfen. Kann ich jetzt mal abgießen. Die halten ja noch etwas länger warm. Ach, komm, nehme ich mal hier Handschuhe. Sicher ist sicher für den kranken Daumen, ne? Ich bin ja noch gar nicht so wehleidig eigentlich. Ne? Ich kann schon was aushalten. Na komm, jetzt rutsche ich jetzt jedes Mal da rein. Ja, ich kann schon gut was aushalten. So ist das nicht. Ja. Kann aber aus jetzt. Butter wollte ich noch haben, genau. Und dann noch der Rest Butter dran. Ist ja gut für die Hüften, ne? So, Butter ist ja Hüftgold pur. Weil ich gleich mit dem Papier aus. Ja. So ist es. Ja, wir freuen uns jetzt schon eigentlich richtig. Ja, der hat sich ja so ein bisschen beruhigt. Ja, wir müssen eigentlich immer regelmäßig, ja, alle 2-3 Wochen mal, wenigstens mal auf dem Mittelaltermarkt. Ja, das macht ja auch Riesenfreude, ne? Und stell dir vor, du musst deinen Besuch sagen, ja, du, tut mir leid, zu Hause sind wir nicht. Könnte aber auch dahin kommen, wo wir dann da sind, ne? Ja, dann musst du die halt da einladen. Ne? Das ist natürlich auch bestimmt lustig. Dann holt man sich so ein großes Salami, große Wurst, ja, das geht ja. Das haben die Mittelalter ja auch schon gemacht, Wurst und so zubereitet. Und dann kann man denen dann halt ein paar Scheiben dicke Wurst anbieten. Nach Auto lustig, ne? Ja, man kann im Mittelalter nicht kochen, ne? Ja, man muss halt nur gucken,
Ja, Pudding gab es dann damals noch nicht. Obwohl die Stärke, die war ja schon immer da. Ne, Stärke war schon, gab's schon immer. Glaube ich, die Mais gab es ja auch damals noch nicht. Ja. Na, mach da mal einen Schluck Milch dran. Was habe ich denn jetzt da? Ein bisschen Butter dran und einen Schluck Milch. Ach ja, Leute. Mal schmecken. Na, jetzt fehlt doch wieder Salz. Salz nicht genug. Und wenn da noch was fehlt, kann man sich ja am Tisch selbst dran machen. Noch ein bisschen Muskatnuss, ne? Ja, reicht. Allzu viel Muskatnuss ist auch gar nicht gesund. Macht abhängig. Ist so abhängig, Muskat, wenn du eine Überdosis Muskat gegessen hast, dann kriegst du hinten auch Rausch. Ne? Ich weiß jetzt nicht wie. Was willst du denn? Kriegst du einen Rausch? Ich weiß noch nicht, wie der sich auswirkt. Ob du keine rosa Elefanten siehst, weiß ich nicht. Aber der Effekt danach, das ist ganz komisch. Du rührst nie mehr Muskatnuss an. Irgendwo, wo Muskatnuss dran war. Also das schöne Gegenteil von einer Sucht, ne? Zigarette, Alkohol. Ja, wenn man einmal Sucht hat, oder Drogen, da irgendwie, ne? Ja, da lässt du dann anschließend die Finger grundsätzlich immer davon. Abschmecken. Jo. Oh ja, das schmeckt. Da bin ich begeistert. Gott, man muss mal das. Mein Schöpflöffel. So, das kommt dann hier hin. Da. So, dann haben wir das, ne? So, jetzt rufst du mal dann. Dann sind wir auch schon wieder durch, ne? Wer essen kommen möchte, möchte essen kommen. Schön, dass wir die erste heute. Glaub mal. Die hat immer so einen schönen Appetit. Die hat immer so einen schönen Appetit, du.
Schönen Appetit, Schätze. Was wird hier vom Aussterben? Unglaubliches, dieser Zustand. Ach ja, nee, das ist wieder Englisch, das brauche ich aber nicht. Das will ich nicht mehr. Ach, sag an. An. Sag an. So. Ich schnapp mir jetzt hier einfach schon mal was. Ich hab Hunger ohne Ente. Also, hast du denn nochmal rausgeholt? Ach so, ja, ich hab jetzt hier so befehltechnisch wieder fabriziert. Ja, ich wollte jetzt gerade rausbringen. Ja, ich habe das jetzt hier so gemacht. War so frech. Ja. Ach du lieber Gott. Nicht wegschmeißen. Ach du lieber Gott. Jetzt muss ich sie abwaschen. Du. Ach du, ja, die Katzen hätten mich gefreut. Ja. Ja, dann hier die nicht nehmen. Habe ich eine Frikadelle abgewaschen. Geht aber. Konnte man ohne weiteres machen. So, da denn. So, wollen wir am Teller gucken? Gucken wir am Teller. Potterkicker. Ja, so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Da könnte man jetzt noch so einen schönen Salat arrangieren. Habe ich aber nicht. Ich habe keinen Salat. Eine Tomate oder so wäre ja auch gut gewesen. Habe ich aber nicht. Pech für die Liebe.